So Leute, was geht ab? Willkommen zum neuen Video. Heute habe ich wieder einen neuen Vlog für euch. Ich bin wieder auf meinem zweiten Kanal unterwegs. Und heute werde ich sagen, machen wir den Vogue Challenge. Und zwar werden wir es auf... Das ist jetzt eigentlich nichts Neues. Das ist jetzt gerade nur auf TikTok jetzt im Trend. Also mache ich deswegen ein Video. Ich habe was für euch vorbereitet. Und zwar, das Video habe ich noch nicht geschossen. Ich weiß noch nicht, wann ich es machen werde, aber ich möchte euch was zeigen. Ich habe hier was für euch. Wir haben Sachen bestellt von Sugar Fari. Und schaut mal, was wir hier haben. Da möchte ich ein Video dann drehen, wenn wir das alles essen. Ich weiß noch nicht, wann ich das mache. Schau mal her, Mama und Bär. Oder wie heißt das? Keine Ahnung, eine Freundin hat mir gesagt. Mama und Bär, glaube ich. Aus Russland. Wir haben amerikanische Süßigkeiten. Gibt es das, was ich hier entdeckt habe? Negro. Kein Kommentar. Das ist aus Japan oder Thailand. Ich weiß es nicht mehr. Auf die freue ich mich. Die sehen richtig lecker aus. Auf Laffy Taffy. Das habe ich probiert. Schmeckt nicht so gut. Und ansonsten habe ich hier noch ein paar Sachen. Hört euch einfach auf das Video, wenn das kommt. So. Wer das auf dem Handy dann machen möchte, vielleicht tue ich da noch ein Tutorial mit rein. Aber sollte jetzt auch nicht so schwer sein. Ich zeige das jetzt das Ganze, wie ich das mit Photoshop mache. Und ja, viel Spaß beim Video. Wir switchen jetzt mal einfach am PC. So, kurzes Info. Wir haben eigentlich schon alles hier gefilmt gehabt. Nur das hier gefällt mir doch nicht so wie das hier. Als wenn es ein bisschen kleiner ist und ich mehr vom Bild habe. Also werden wir jetzt alle einfach so machen. Genau. So, dann würde ich mal sagen, haben wir das erste Bild, oder? Ja, haben wir. Wir wollen es aber auch nochmal für Instagram. Hey, weißt du was? Scheiß auf diesen TikTok-Format. Das sieht einfach viel geiler aus. Wir machen das jetzt gescheit. Wir machen das richtig. Warte kurz. Wir machen das jetzt richtig, Leute. Scheiß auf diesem TikTok-Format. Wie böse sieht denn das aus, bitte? Schau mal, ich habe ja voll viel vom Bild verschwendet. Eieiei. Wir machen es genauso. Ich könnte auch näher rangehen und genauer arbeiten. Das sollte ich auch tun. Ja, man darf nicht faul sein. Ich habe die Kanten jetzt einfach ein bisschen härter gemacht. Nehmen wir mal eine Schrift, die so aussieht wie Vogue. Schreiben wir mal Butterfly. Das gefällt mir. Nehmen wir. Das wird ein bisschen einfacher. Jetzt ändern wir aber die Farbe. Ich wollte es eigentlich jetzt nur drüber legen. Aber so sieht es halt nochmal ein bisschen cooler aus. Oh shit, das sieht nice aus. Gucken wir mal bei Vogue nach, was die so für Farben haben. Ja, die benutzen alles Mögliche. Fashion from Eden's Garden. Now this is looking cool. Okay, vielleicht muss ich hier jetzt nichts machen. Vielleicht ist jetzt hier die Arbeit ein bisschen einfacher. Ja, hier muss man nichts machen. Das nehmen wir genau so. Wir ändern nur die Farbe. Die Farbe sieht göttlich aus. Fashion, Sommer Fashion, Blossom Love. Junge, das sieht geil aus. Killer, nehmen wir. Mirror, Mirror on the wall. Der ist der schönste im ganzen Land. Killer, ey. Okay. Überprüfen wir.
Nehmen wir. Wir nehmen das genauso. Alter, Digga, Digga, Flex. Eigentlich gibt's Männer nicht auf die Vogue, glaube ich. Oder? Irre ich mich da? Wir hatten vorhin eine Schrift, die war einfach genial. Ich weiß nicht, welches das war. Oh, das passt, das sieht gut aus. Ja, das war's. Das war's. Ich bin einfach kein Grafikdesigner, Leute. Wir lassen das jetzt so. Gefällt mir. Bam. Das bin ich, Leute. Das waren die Bilder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde das Video ganz kurz schneiden, glaube ich, denn es hat jetzt ganze 30 Minuten gedauert, der ganze Scheiß. Wenn ihr das auf dem Handy machen möchtet, ja, da gibt es ganz sicher ganz viele Apps, wo man runterladen kann. Ich werde da jetzt keins raussuchen, da gibt es genügend Tutorial. Das war jetzt kein Tutorial, sondern ich wollte es einfach mal selber machen, das ganze Vloggen. Ich bin zu Hause, mir ist langweilig, was soll ich machen, Leute? Wenn ihr hier neu seid, lasst ein Abo auf jeden Fall da. Wenn, schreibt gerne was in die Kommentare, schaut auf meinen Hauptkanal vorbei. Und ich würde mal sagen, das war's eigentlich schon mit dem Video. Außer mir fällt noch irgendwas ein, dann filme ich das noch.